So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für 7 Tage, 7 Stops, ne, 7, guck, wer kann das zählen, wunderbar. Das heißt, wir schneiden dann einfach rein, was er noch gefunden hat, was er einreichen würde, selbst, da können wir auch so einen Mist jetzt mitnehmen einfach, weil wir haben ja Platz, wir können ja mindestens 14 Sachen einreichen, wenn wir welche finden. Und das zweite, was ich euch auch noch zeigen will, wenn man hier dem Zaun folgt, da steht nämlich ein Insektenhotel. Das sieht zwar richtig zugewuchert, räudig und hässlich gleichzeitig aus. Was ist der Unterschied zwischen räudig und hässlich? Man weiß es nicht. Das sieht aus wie aus dem Hagebaumarkt. Gibt es ja zu kaufen für, ich glaube, 30 Euro. Das halt in der XXL Edition. Wo ihr euch einfach eins mitnehmen könnt, stellt euch das irgendwo in den Garten oder so, könnt dann euch selbst einen Spot zu Hause basteln. Da denke ich mir auch, das wird nicht durchgehen. Schon alleine das Bild davon, wie das ganze Gestrauchel davor rumhängt, das sieht einfach so abgefuckt aus. Das ist nichts Schönes, da ist kein Zeichen dran hier von Lions North oder wie das immer hieß, wie bei uns in Hibu. Das sind echte Insektenhotels, ne? Dafür stehe ich mit meinem Namen, aber sowas. Nehmen wir trotzdem einfach mal mit in einem Take hier 2 Scherzartikel zum Durchmogeln. Mal gucken, ob es passt. Wir ziehen weiter. Ich sehe schon, der wird ungeduldig. Der holt gleich das Bier raus. Spaß. Wir ziehen auf jeden Fall weiter, melden uns zurück, wenn wir noch was finden. So, nachdem wir jetzt schon seit gefühlt 2 Stunden in Bürten rumrennen, haben wir auch das erste und wohl einzige Willkommensschild gefunden. Lass mal das Auto vorbei. Sehr schön. Nicht bewegen. Da denkt er, wir sind eine Statue. Wie ihr hier seht, willkommen in Bürten zum Backhausfest am 24.08. Riesendiskussion eben gehabt. Also eigentlich habe ich nur 2 Sätze gepredigt und das war's. Da könnten ja die Kritiker wieder sagen, da wechselt ja der Inhalt, weil zum Backhausfest das Datum, das ist ja jetzt nicht beständig. Das ist ja mal da, dann geht das mal weg. Aber die Tafel ist ja immer da. Aber bei Infotafeln ist es doch auch so. Die Infotafeln stehen doch auch immer. Nur Inhalt wechselt manchmal, aber die Tafel an sich ist immer da. Die werden aber permanent abgelehnt. Sowas wird bestimmt zu 110% zugelassen als Willkommenstafel. Das Lustige ist trotzdem, dass es nur eine gibt im ganzen Ort. Da hinten war der Anfang, ganz da hinten in die andere Richtung ist das Ende. Aber weder da noch dort ist was, sondern mitten im Ort steht eine. Haben sie gespart, hat er extrem rausgefunden, der hat gerade recherchiert. Deswegen ist nur in der Mitte eine. Kann man natürlich auch so machen. Wenn ihr noch nicht wusstet, dass ihr in einem Ort seid, merkt ihr es mittendrin, wenn es schon zu spät ist. Das dürfte durchgehen, denke ich mal. Der Brunnen und das Insektenhotel sind kritisch. Ne? Haben wir jetzt noch was? Ach so, ja stimmt, hat er gesagt, hier die Boot, Teich, irgendwas. Willkommen im Teich. Infoschild kommt auch noch. Gut, ich nehme wieder alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Jetzt kommt man so zum Ende von Bürten an. Das schneiden wir raus, Spaß. Das bleibt alles drin. Guck, hier auf Wiedersehen in Bürten. Hoi, und wie das aussieht. Bisschen abgeblättert. Gibt also doch ein Auf Wiedersehen. Ihr merkt zwar nicht, dass ihr reinkommt, aber ihr merkt, dass ihr rausfahrt. Eigentlich wollen sie euch da behalten. Das reicht mir auch mal ein. Ich glaube, die 7 sind bestimmt schon längst voll. Jetzt, wo die guten Sachen kommen. Denn gut heißt für mich, hier ist einfach ein dicker, großer See, ein Waldsee. Und wie ihr wisst, ihr dürft keine Natursachen einreichen. Der See an sich geht also nicht, aber hier gibt es ein Schild dazu. Mit Anlagenordnung, Waldsee, Bürten. Das könnt ihr euch in Ruhe mal durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Und das als Stop einreichen, das funktioniert. Als Umgebungsfoto halt dann so, dass man den See dahinter auch ein bisschen sieht. Das ist also eine gute Sache. Das nehmen wir mit, das dürfte auf jeden Fall durchgehen. Wie gesagt, keine Natur, aber Infoschilder, die auf Natursachen, Naturdenkmäler, das ist ja wie in Hessberg, dieser künstliche Durchgang, den die da gemacht haben, geht nicht. Aber das Schild, was davor steht, Infotafel, Werratal, Durchbruch, irgendwas, ging ja auch durch, ist ja eine Arena geworden dann. Und das, obwohl das Schild so extrem aussah, so abgeplatzt war, so ausgeblichen, man hat fast kaum noch was erkannt. Aber es hat funktioniert. Wir gehen jetzt noch zur Waldbühne, wenn es so heißt, und sehen uns gleich wieder.
wir sind jetzt hier an der Waldbühne. Oder kann man auch Waldseebühne sagen. Angekommen. Die wurde auf jeden Fall länger schon nicht benutzt, haben wir gerade festgestellt. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr mal wieder ein Konzert gebt, ne, als MC Ramses, könnt ihr da auftreten, weil hier sind ja keine Zuschauer. Da ist es nicht so peinlich. Ihr habt da schön die Treppe, deswegen habe ich das von hier auch fotografiert. Denn das sieht eigentlich trotzdem richtig episch aus. Tipps vom Extrem, nennt es verlassene Waldbühne, historische Waldbühne. Wenn ihr nicht weiter wisst, ist alles historisch. So muss man es machen. Sieht halt jetzt ein bisschen schäbig aus hier, aber wir probieren es trotzdem mal. Meine Vorschläge sind ja bestimmt voll. Extrem, probier das. Da drüben haben wir jetzt noch einen Bootsteg und wir haben noch einen Café. Da ist ein schönes Boot an der Fassade dran. Das werden wir jetzt auch versuchen, nochmal mitzunehmen. Guckt es euch nochmal an. Habt ihr auch sowas bei euch im Ort? Wahrscheinlich nicht. Ihr kommt ja aus der Stadt, aber hier auf den kleinen Dörfern, Käffern gibt es öfters mal sowas. Obwohl, in Hessberg gibt es sowas nicht. Ne? Und in Wallraps gibt es sowas auch nicht, oder? Nee. Weidersroda habe ich auch nicht gesehen. Also das erste Mal, dass ich... Deswegen ist es auch zugewuchert, weil wer braucht sowas schon? So, wir machen jetzt mal was ganz Crazyastisches, ne? Was ganz Verrücktes. Zum Glück ist der extrem weggelaufen, da, falls es schief geht, sieht das wenigstens nicht. Wir haben hier um mich herum ein paar Kanus liegen. Da hinten liegt noch eins, ne? Gleich liegt der Ramses auch. Guckt euch das mal an, das sieht doch schön aus. Wenn Winter ist, kannst du dich drunter legen, kannst schlafen. Und hier ist im Prinzip ein Bootsverleih, wenn man das so nennen kann. Im Endeffekt wird es ja nicht verleiht, das ist eigentlich immer da, man kann sich das selber einfach nehmen. Da würde ich aber nicht reingehen, das ist ein bisschen nass. Aber das Tretboot, das ist auf jeden Fall am Start. Und da wollte ich jetzt eigentlich, wenn ich es überlebe, mal drauf und mich mal drüber bewegen. Digga, ich sterbe hier. So. Nein, wir dürfen ja den Extrem nicht zeigen. Ich befinde mich jetzt auf jeden Fall auf dem Tretboot, wie man sieht. Das ist sehr schön, das macht Spaß. Das kann man auf jeden Fall einreichen. Mal gucken, ob es durchgeht. Ich muss hier nur irgendwie wieder wegkommen. Ich bin so wackelig auf den Beinen gerade, das glaubt ihr nicht. Das probieren wir jetzt und da hinten ist noch das Kaffee. Das werden wir auch einreichen. Fallt nicht rein, kommt vorbei. Birten, immer eine Reise wert. Macht euch nichts draus. Das wischt da einfach auf und dann passt das auch wieder. So, nachdem ich das Tretboot gerade so überlebt habe, müssen wir erstmal einen Schluck Kaffee zu uns nehmen. Ich trinke natürlich keinen Kaffee, wer das weiß. Ich trinke Leitungswasser. Mittlerweile trinke ich auch Seewasser. Unfreiwillig. Hier habt ihr aber das Kaffee-Seeblick. Und das finde ich eigentlich sehr cool, dieses Boot als Schild da ausgehangen. Nicht so eine fette, dämliche Leuchtreklame wie im Bordell, sondern einfach nur Kaffee-Seeblick. Und wenn ihr da so das Umgebungsfoto habt, habt das Kaffee so ein Stück mit drauf. Ihr seht, das ist auch kein Fake, denn hier liegt eine Bierflasche. Und wenn ihr hier weiterlauft, seht ihr hier, da ist hier aus Schank, ne? Da stehen die Biergläser, da ist die Minibar, die ziemlich wuchtig und groß wirkt. Hier sind die Fischis alle entlang. Hier könnt ihr sitzen und trinken, da liegt eine Angel. Alles bereit, müssen wir hier durchfilmen. Da sind noch Bierbänke, da kannst du Rasen mähen, wenn du Zeit hast. Und ja, wir probieren es einfach mal. Aber ich denke mal, das hat auch gute Chancen, vielleicht angenommen zu werden. Da ist noch so eine blöde Schnur, die übers Wasser geht. Falls ihr Stacklining, dieses komische, wenn ihr so auf einer Schnur rumbalanciert und dann auf die Fresse fallt, das könnt ihr hier auf jeden Fall auch machen. Nur das hier, wo ist denn jetzt die behinderte Schnur? Gut, die Schnur ist weg auf jeden Fall. Das könnt ihr hier mal probieren. Wenn ihr fallt, dann wird's nass, aber manche stehen ja drauf. Dann sind wir, glaube ich, fertig jetzt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.